Hallo und herzlich willkommen damit zu einem neuen Video von meiner Seite, und zwar wieder mal Karrieremodus, wieder mal Simulate to Glory in FIFA 18 mit Eintracht Braunschweig. Es ist der 21. Part jetzt schon und wir machen hier weiter. Haben hier zuletzt die zweite Liga mehr oder weniger fix machen können für das nächste Jahr, und es geht jetzt eigentlich nur noch darum für uns, hier das Ganze mit Anstand zu beenden und zu gucken, was letztendlich noch bei uns für uns da drin ist. Wir haben unsere Saison, sind wir gut reingekommen, haben dann in der Mitte eine ziemliche Durststrecke gehabt und hinten raus, jetzt werden wir wieder besser. Aber darauf wollen wir uns nicht ausruhen, planen natürlich für die nächste Saison schon. Gieselmann sieht hier erstmal die Gelbe im Spiel gegen Düsseldorf, was ich eben gestartet habe. Und im Grunde genommen, hat das für uns nicht mehr viel Bedeutung. Rahman hier auch zum 1-0, wird das wirklich nur die Weichen zu stellen und für nächstes Jahr, für das zweite Jahr dann mit uns in der zweiten Liga, möglichst gute Voraussetzungen zu schaffen. Wir machen hier sogar noch mit Lovren das 1-1 und sind somit ganz gut dabei. Haben hier einen Unentschieden gegen Düsseldorf, gut, das ist vollkommen im Rahmen, wenn man was sieht, wo die stehen, die sind nämlich Erster sogar, und wir müssen einfach nur gucken, dass wir da unsere unsere Reihen immer noch weiter stärken, uns auf uns konzentrieren, unsere Spieler hier natürlich hochtrainieren, unseren Kader immer weiter verstärken. Und dann kann das auch was werden, dass wir uns hier in der zweiten Liga weiterentwickeln. Bei den Spielern bin ich gerade nur rein Bissek ins Training, ja. Oh, und der war, glaube ich, verletzt gewesen. Ist jetzt schon wieder ein bisschen her, wo ich die letzte Aufnahme habe. Muss ich dazu auch sagen, alle trainieren wir hier. Peter, es geht auch nochmal ordentlich hoch, also 76, der wird schon richtig krass. Da können wir dann auch später mal gucken. Ich werde nach dem Part mal genauer nachgucken, wie das mit dem Potenzial der ganzen Spieler aussieht, auch im Hinblick auf die Transferphase. Ich glaube, ein Mané zum Beispiel, der ist da schon ziemlich nah an sein Potenzial dran. Bei solchen Geschichten müssen wir mal aufpassen, dass wir da dann keine Angebote ausschlagen, die vielleicht gut sind. Das muss man halt alles beachten, oder ob wir es irgendwie verbessern können. Jetzt gegen Sandhausen, eine Mannschaft, die knapp vor uns steht, gegen die für uns was drin sein müsste, haben sich auch in der zweiten Liga ziemlich gut etabliert, ähnlich wie wir jetzt wieder. Und was mich auf jeden Fall freut, dass wir diesen Betriebsunfall von Braunschweig, so wie ich ihn mal nenne, korrigieren konnten. Erstmal zwei Gelbe hier, dann das 1-0 für Sandhausen. Und so geht es hier erstmal auch durch die Halbzeit. Ja, auch für Sandhausen geht es hier nicht mehr um so wahnsinnig viel. Nach oben dürfte nicht mehr viel gehen, nach unten aber auch nicht. Und wir machen auch hier wieder das 1-1 und somit auch hier einen Unentschieden. Also es ist vollkommen im Rahmen. Wir sind da eigentlich gut drauf, haben unsere Mannschaft, entwickelt sich immer weiter. Und von daher ist alles positiv. Wichtig wird halt auch vor allem sein, im Sommer den Kader, den Kern zusammenzuhalten und zu gucken, wo man vielleicht sich noch weiterentwickeln kann, vielleicht verstärken könnte, wobei das halt auch schon sehr, sehr schwierig wird. Das muss man auch sehen. Und da stehen die mit 38 Punkten im Grunde genommen überragend da. Vielleicht sogar ein bisschen besser, als man es erwarten durfte, waren nie in Gefahr, da unten reinzurutschen. Das muss man auch betonen. Auch wenn wir zwischenzeitlich einen Trend hatten, auch das muss man vielleicht festhalten, der doch schon nach unten gezeigt hat und andeuten ließ, ja, es könnte nochmal gefährlich werden, nachdem es da schon mal, 2 Jahre zuvor im Prinzip Braunschweig ins Straucheln kam und dann im Grunde genommen, dadurch letztendlich auch abgestiegen ist. Hier haben wir von Derry City ein Angebot, das können wir einfach annehmen. Ja, es sind 66.000, die nehmen wir gerne mit für so einen Spieler, der offenbar generiert war. Und löschen das dann hier, Jugendbericht. Da ist ja hier das Potenzial ist gut nach wie vor und auch hier, wobei sich da ja auch nichts mehr verändert, ist schon auf 6 Gesamtstärken eingegrenzt. Die Jungs loben wir nochmal und ja. Sehen wir nochmal, das war Chefs, die sich für unsere Einsatzzeiten bedankt. Das ist natürlich auch ein bisschen erlösend, nachdem er da zuletzt gemeckert hat oder hatte. Und jetzt gegen Bielefeld, das ist auch wieder so eine Mannschaft, gegen die für uns eigentlich im Prinzip alles drin sein müsste, auch wenn die Fünfter sind. Die haben eine super Saison gespielt und sind damit
51 Punkten zumindest mal noch auf Außenseiterchancen, da auch direkt vielleicht sogar noch aufzusteigen. Ingolstadt ja auch nur 56 Zähler. Daran sieht man auch, wie nah das beieinander liegt. Und das ist halt in der zweiten Liga der Reiz, aber auch die Gefahr. Wenn man da gerne mal nach oben guckt, den Fehler werden wir nicht machen. Wir werden im nächsten Jahr wieder, von meiner Seite aus zumindest, mit einem Klassenerhalt auf jeden Fall mal planen, zumindest mal, oder ins gesicherte Mittelfeld kommen und nicht so wahnsinnig sein, nach oben zu gucken. Vogelsammer hier erstmal mit dem 1-0 für Bielefeld. Lofen hatte sich verletzt, Ioa gleicht aber aus. Und somit hier eine ausgeglichene Geschichte. Ja, und wir sind da eigentlich um jedes Jahr im Moment, können wir froh sein, da will ich nur mal drauf hinaus, indem wir da Ruhe haben, indem wir im Grunde genommen dann wirklich nach unten nicht verwundbar sind, indem wir uns weiterentwickeln. Das muss ganz klar das Ziel sein, weil eine Bundesliga-Karte oder eine Mannschaft, die dort annähernd dran ist, haben wir noch nicht, da brauchen wir uns nichts vormachen, aber wir haben ein Team, was ungeheures Potenzial hat. Wir haben einen Kader jetzt, der breit ist, das war das, was erstmal jetzt in den ersten beiden Jahren, wir können ja nochmal kurz reingehen, wichtig, wir haben viele Spieler, die da in die Fußstapfen treten können und das, genau das müssen wir ausnutzen. Da müssen wir weitermachen und dann werden wir irgendwann auch belohnt werden, aber ich bin jetzt nicht so geisteskrank und sage, dass wir jetzt im nächsten Jahr aufsteigen müssen oder sonst was. Ich hoffe, dass der Vorstand da auch auf ähnlicher Basis arbeiten will. Schwarze bringen wir hier für Loven rein, weil der sich verletzt hat für 2 Wochen. Ist jetzt im Endeffekt auch nicht mehr so wild, weil es wirklich gesagt, wie gesagt, um nicht mehr so viel für uns geht. Aber, deswegen ist das für uns gar nicht so schlimm. Gehen wir rein, haben jetzt 39 Punkte, die 40 Zähler haben wir also auch bald noch, oder kriegen wir auch noch voll. Sind da voll im Mittelfeld. Das ist wirklich gut. Hier nochmal ein Angriff. Ein Angebot natürlich. Für Kyongye. Das wir natürlich annehmen. Dass wir auch den dann hinterher loswerden. Und im Grunde genommen wirklich vollkommen positiv. Ich hoffe, dass es im nächsten Jahr so weitergeht. Wichtig wäre mir halt auch vor allem rechtzeitig gut zu punkten, um halt keine Zweifel aufkommen zu lassen. Weil wir sind nach wie vor, die Liga ist so gefährlich. Und je nachdem, wer da hochkommt, kann es nur noch gefährlicher werden. Weil dieses Jahr muss man sagen, das hat auch bei uns für eine gewisse Ruhe gesorgt. Auch das Angebot werden wir annehmen. Das hat bei uns für eine gewisse Ruhe gesorgt, dass wir 3 Teams hatten, die im Prinzip allesamt richtig mies gepunktet haben. Über weite Strecken. Wir gehen dann jetzt nochmal rein, gucken mal. Jetzt hat sich Meppen zumindest mal so ein bisschen angekämpft, aber diese 3 Meppen, Paderborn und Kiel, bei denen bestand nie die Gefahr, dass die an uns heranrücken. Meppen jetzt hat sich gut reingekämpft und hat theoretisch zumindest noch die Chancen, auch die Klasse direkt zu halten. Die Relegation ist eigentlich fast fix und das ist genau das, was ich gesagt habe. Dass diese Meppen da sich eben auch in diese 2. Liga reinkämpfen können. Und wenn da jetzt, wie gesagt, gehen wir mal davon aus, Meppen schafft es über die Relegation vielleicht sogar die Klasse zu halten. Die können sich vielleicht ein bisschen verstärken. Und es kommen 2 starke nach, dann kann das nächstes Jahr schon eine ganz andere Nummer werden. Allein von dem her müssen wir da gut wegkommen, das wäre mir wichtig. Das aber nur schon vorab, wir haben immer noch die Spiele vor uns, sind wir gerade im Spiel gegen Nürnberg. Und ja, auch hier wieder eine ausgeglichene Nummer, das spricht auch für uns. Behrens wieder mit dem 1-0 für Nürnberg, das wiederum eher nicht. Dass wir da jetzt schon zum 3. Mal hintereinander ins Hintertreffen geraten. Um dieses Spiel, ja, wahrscheinlich verlieren werden. Wir können es aber verkraften. Nürnberg auch eine Mannschaft, die da in der Bundesliga ganz nah dran ist, die auch oben dabei ist. Glaube ich zumindest, wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche. Und genau, die sind auf Platz 5. Sind da auch noch auf jeden Fall dran. Können es noch schaffen, auf den Relegationsplatz zu kommen. Darmstadt wohl jetzt auch so gut wie durch. Wenn da nichts ganz Schlimmes mehr passiert. Ja. Und ansonsten, viele, viele Teams sehen wir, die ein hohes Durchwirbeln immer wieder im Kader haben, hohe Rotationen dort haben, wie auch Sandhausen, wie Bielefeld. Und dann kommen ja auch schon fast wir. Also das wird nächstes Jahr eine Wundertüte. Und ich will ja gar keinen Optimismus verbreiten oder sonst was, nach 2 guten Jahren, die wir jetzt hier in Braunschweig bisher hatten. Aber auf der anderen Seite müssen wir uns nicht verstecken. Und das ist das ganz Wichtige. Wir haben ja bisher zumindest für unsere Verhältnisse alles
relativ gut gemacht. Magdeburg rutscht da unten jetzt nochmal rein und können positiv in die Zukunft blicken. Auf der einen Seite ist es jetzt für uns eine Chance sein, dass wir halt, wie gesagt, nochmal wahrscheinlich eine knappe Liga bekommen. Mal sehen, wer runterkommt, mal sehen, wer hochkommt. Davon wird auch vieles abhängig sein, wie gesagt. Und vor allem, wie die sich dann auch einfinden. Und ja, das müssen wir jetzt einfach, die Chance, die sich irgendwie bietet, aber auch irgendwie die Gefahr, die es birgt, die müssen wir nutzen. Und dürfen uns da nicht verunsichern lassen. Wissen, dass dieses Jahr sehr, sehr gut gelaufen ist, dass wir keine Gefahr hatten. Aber wir müssen aufmerksam sein, weil es kann im nächsten Jahr ganz anders laufen. Hier jetzt gegen Meppen. Ja, für Meppen ein unfassbar wichtiges Spiel. Die müssen das eigentlich gewinnen. Bissek direkt mal mit dem 1-0. Um zumindest in die noch Chancen auf den direkten Klassenerhalt zu haben. Schwarze legt auf 2-0 nach. Ist auf jeden Fall gut. Und für uns, ja, ausklingt. Schwarze sogar mit dem 3-0. Und somit ist es eigentlich fix, dass Meppen nicht mehr die Klasse direkt halten kann. Schwarze verschießt sogar nur einen Elfmeter. Also der geht schon mal mächtig ab. Und macht jetzt hier sogar noch das dritte Tor in der 84. Wir gewinnen damit 4-0 gegen den SV Meppen. Und können somit unser Potenzial unterstreichen. Auch Bissek, der zum Beispiel auch richtig gute Sprünge macht. Also wir entwickeln uns prächtig. Unsere Mannschaft wird vor allem in der Breite der Kader viel, viel stärker geworden. Bei Bissek muss ich auch mal was anderes reinknallen. Angriffsszenario, das habe ich da. Fällt mir gerade auf. Bringt man ungefähr gar nichts. Ist aber auch nicht so schlimm. Und ja, hoffen wir, dass es im nächsten Jahr auch so ist. Ich weiß, ich blicke viel in die Zukunft, aber was soll ich auch machen? Jetzt hier nochmal den Kick gegen den ersten FC Magdeburg. Wo wir natürlich hoffentlich mit 3 Punkten rausgehen können, die auch in der zweiten Liga wieder bleiben werden, nachdem sie schon, ja, jetzt das zweite Jahr hier sind. Und auch an denen sieht man, dass das zweite Jahr dann verflixt schwer sein kann. Wobei man natürlich nicht weiß, wie dort die Umstände sind, ganz klar. Aber unten sehen wir es auf jeden Fall, dass es darauf hinausläuft, dass wir Meppen in die Relegation geht. Noch ganz fix ist es nicht. Gucken nochmal, Paderborn hatte sich da nochmal rangekämpft. Aber werden jetzt in die Simulation gehen und dann danach auf die Tabelle gucken. Magdeburg zuletzt, um nochmal auf den Gegner einzugehen, mit absolut durcheinander. Zweimal gewonnen von den letzten 3 Spielen, aber auch 0-4 gegen Düsseldorf. Also das ist ja sehr, sehr chaotisch. Yildirim macht auch hier in der 4. direkt das 1-0. Und wir schaffen es zuletzt zumindest jetzt mal ganz gut zu punkten. Ein Dicker mit der gelben, das ist aber nicht so wild. Und ansonsten passiert hier erstmal gar nicht so wahnsinnig viel. Schirpels mit dem 1-1, Joa, aber mit dem 2-1 direkt hinterher. Innerhalb von einer Minute da wieder auf 2-1 gestellt, wieder auf die Führung. Und damit geht's auch, ja, aus der Saison raus. Wir schaffen es mit einem Sieg zu beenden und sind auf einem ganz guten Weg. Muss man sagen, wir haben hier jetzt letztendlich 45 Punkte gesammelt, wobei man sagen muss, wir sind hinten raus sehr, sehr gut gewesen. Waren sehr gut gestartet und mittendrin waren wir, ja, ich will nicht sagen auf Abstiegskurs, aber wir waren zwischenzeitlich, haben wir zumindest gepunktet wie ein Absteiger. Und das müssen wir, ja, diese Form müssen wir in die nächste Saison bringen, dann können wir wirklich, wirklich eine gute Rolle spielen. Mein persönliches Ziel, um da jetzt mal was zu sagen, wäre halt wirklich im nächsten Jahr einen einstelligen Tabellenplatz. Wobei ich sagen muss, ich bin nicht unter allen Umständen unzufrieden, wenn wir eine Platzierung wie so einen 10. oder einen 11. oder einen 12. im nächsten Jahr hätten. Das kommt immer drauf an, das kann man nicht sagen. Ein Dicker wegen zu vieler gelber Karten gesperrt. Mal sehen, ob das auch im nächsten Jahr noch von Bedeutung sein wird. Gehen wir nochmal ein Stückchen vor. Wobei, gucken wir ganz kurz auf die Tabelle. Und sehen ja, Meppen geht in die Relegation. Kann man auch schon sehen, gegen wen das geht und wann das ist, weil wenn wir das vielleicht noch gerade gucken. Und Relegation Ingolstadt auf jeden Fall und hier Meppen gegen wen. Das ist auf jeden Fall ein interessantes Duell mit Wiesbaden. 6.6. und 8.6. werden diese Spiele stattfinden, da gehen wir jetzt mal hin. Werden die noch gucken, wie das dann ausgeht und dann werde ich den Part beenden. Und auch ansonsten werden wir dann darauf eingehen, Kostadinov interessiert uns ja nicht, weil es einer der generierten Spieler war, beziehungsweise den ich zugewiesen hatte, um den Kader halt passend zu gestalten. Und Ziele gefährdet, alles klar. Dubois ist wieder fit, das ist gut. Und Jugend Scouting ist uns mal gekonnt, egal, bis die nicht meckern.
gehen hier hin, machen dann auch hier nochmal das Training. Wobei, ich gucke mal ganz kurz gleich in die Jugend, ob einer von beiden da irgendwie irgendwie schon 18 oder sowas ist, weil dann müssten wir ihn vielleicht noch rausnehmen, das weiß ich nicht so genau. Aber ansonsten eigentlich nicht. Ja, 16 und 17, das passt von dem her. Und ja, deswegen alles gut. Wenn man mal so guckt, also wir haben zum Beispiel Fürth hinter uns gelassen, die auch eine ziemlich etablierte Mannschaft sind. Aber auch da ist es halt immer so eine Wundertüte, weil viele Spieler gehen. Das ist auch meine Hoffnung, die ich eigentlich habe, dass wir darüber kommen, über unser eingespieltes Team, über unseren Kader. Weil da voraussichtlich nicht wahnsinnig viel passieren wird. Aber man muss halt abwarten, was auch ist, wie das finanziell für uns aussieht, ganz klar. Und es auch davon abhängig machen. Also sich nicht vor allem verschließen, das ist halt auch eben wichtig für eine Weiterentwicklung. Aber bisher gelingt uns das gut. Ehe wir dann im nächsten Part an die Planung für die nächste Saison richtig ernsthaft rangehen. Wir gucken jetzt nochmal gerade in die Relegation, ist das jetzt gemacht worden. Und die ist gespielt und wir sehen, dass Meppen die Klasse hält. Das ist genau das, was ich gemeint habe. Zwar knapp, aber sie halten sie mit einem 1-1 und einem 0-1. Und das andere ist HSV gegen Ingolstadt. Da gehen wir aber jetzt nochmal ein Stückchen vor, dass wir das auch noch sehen. HSV ja grundsätzlich, muss man sagen, ja, nach dem Aufstieg haben sie es dann nicht geschafft, sich gänzlich zu etablieren, sind aber auch nicht direkt wieder abgestiegen. Wenn sie die Relegation natürlich gewinnen, da müssen wir jetzt gucken. Und da gucken wir und wir sehen, dass sie so gewinnen. Denkbar knapp mit einem 1-0 gegen den FC Ingolstadt und das ist für uns, würde ich mal sagen, eher positiv, weil Ingolstadt nicht die Übermannschaft ist, wie der HSV sie gewesen wäre in der nächsten Saison. Natürlich bleiben uns sowohl Ingolstadt als auch Meppen erhalten. Und Düsseldorf sowie Darmstadt gehen da in die Bundesliga. Ich gucke mal, wie es bei der anderen, wie es bei der Bundesliga aussieht, bei der dritten Liga. Und ja, dann werde ich den Part aber endgültig beenden. Gucken wir gerade ins Deutschland. Sehen, dass Mainz und Freiburg absteigen, wenn das so bleibt. Ich gehe aber jetzt mal davon aus, dass sie fix ist. Weil der Spieler da ganz gerne mal seine Eigenarten hat. Und das sind zwei Vereine, die in diese Ausgeglichenheit schon ein Stück weit reinpassen, muss ich schon sagen. Könnte eine geile Liga werden. Und gucken dann in die dritte Liga und sehen, dass Lautern es schafft in der zweiten Saison und auch Regensburg wieder. Also auch die sind dafür eine Ausgeglichenheit zu haben. Aber oben viele Teams, die da durchaus dabei waren. Wird eine interessante Geschichte. Keine Übermannschaft auf den ersten Blick, aber auch kein richtiger Underdog. Also ich denke, dass es in der Ausgeglichenheit noch ein Ticken ausgeglichener wird als in diesem Jahr. Vielleicht mit Freiburg und Mainz ein kleines bisschen größere Favoriten als dieses Jahr waren. Aber da muss man abwarten. Bedanke mich für euch fürs Zuschauen, für auch diesen Part, der jetzt doch etwas länger geworden ist. Sorry auf jeden Fall dafür. Aber werde dann zum nächsten Part das Potenzial oder die Potenziale der Spieler mal haben, werdet ihr euch nennen. Und dann werden wir gucken, wie wir planen. Und dann ins nächste Jahr in der zweiten Bundesliga gehen. Ich freue mich, bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, dass es euch gefallen hat. Kommentare oder Feedback gerne posten. Und dann bis zum nächsten Mal. Also, ciao, ciao.